So, herzlich willkommen zurück. Ich kann das Ding nicht mehr. Wir haben viel neue Sachen bekommen. Ich weiß nur nicht, was wir wo, wie, was mit wo machen. Was auch immer. Wir brauchen dieses Dietrich-Set halt auf jeden Fall. Nur ich weiß nicht, wie man da rankommt. Komm, geh mal runter. So. Was ist das hier? Eine Klappe? Da ist ein Loch in der Plattform. Vielleicht mit dem Zahnbohrer irgendwie. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Alles schon Okay. gehabt. Aber sonst ist hier auch nichts mehr. Dann gehen wir mal runter. Wie krieg. Warte. Ja, roter Vorhang, komm. Jawohl, das habe ich. Muss seinen Sinn übersammeln. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht Aber hinguckt? jetzt geht doch den. Ah, jawoll. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die dann durch die Schläuche gepumpt wird. Jetzt reitet jetzt hier noch. Gleich nochmal. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurin-Tanks jetzt auch. Okay, also gibt's gleich Red Bull, sozusagen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Wie ich. Ich geh da ja wieder rauf, jetzt muss ich irgendwie gucken. Komm. Mist. Irgendwie gucken, wie ich den gleich nochmal Stier wieder wegbekomme. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß. Jawohl. Im Schwamm vielleicht die Windschutzscheibe putzen. Das gibt alles Sinn. Muss das wirklich sein? So, was ist da jetzt? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Kann es sein, dass das vielleicht Toni gehört? Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Weil dann könnten wir ja eigentlich jetzt hier mit ihm mal eben reden und dann vielleicht mal fragen, ob das Tonis Schlüssel ist, weil er meinte ja vorhin, hallo noch dass mal. Das Karre uns gehört. Rufus. Genau. Aber er wird es ja nicht nochmal anbieten. Nochmal? Wie war noch? Schutzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich Jawohl. Deinen Schlüssel gefunden. Da haben wir schon Schmutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ja, Pink hat er gesagt. Oder Mauve? Was ist Mauve? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Musik. Ich lese viel. Lass mich in Ruhe. Ich bin Pläne, von dir wegzukommen. Ich glaube Ballett. Ich liebe das Ballett. Jawohl, Volltreffer. Ja. Dann muss das. Ich wusste nicht mehr, ob Musik sein. Oder heute ist offenbar dein Glückstag. Ballett. Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Habe ich jetzt den Schlüssel? Jawohl, das können wir. Jetzt können wir hier hingehen und runter. Mal gucken, was jetzt sich hier im Schlüssel versteckt, hier in der Motorhaube versteckt. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, hier unten lässt sie sich öffnen. Jawohl. So, jetzt ist sie offen. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Jetzt können wir halt nochmal alles durchprobieren, ne? Hier. Zahnbohrer. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Au! Yeah! Okay. Was sollte ich mitnehmen? Aber wie kriegen wir das aber mit? Mit bloßen Händen. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Wo kriege ich jetzt ein Gefäß her?
weiß, dass der da eine Taste auf seinem Apparat stehen hat, aber ich glaube, die können wir nicht benutzen. Aber ich gehe trotzdem mal hin. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf ja, noch. Okay, nee, können wir nicht nehmen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir ein Glas herbekommen. Vielleicht bei Wenzel? Keller? Badezimmer? Vielleicht irgendwie ein Zahnputzbecher oder so? Nee. Haben wir den Bohrer noch? Jawohl. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ins Rohr bohren? Ach. Warte, ich hab eine Idee. Jetzt. Ach nee, warte mal. Jetzt müssen wir draußen. Okay, wir müssen, glaube ich, draußen das Wasser anmachen. Das ist, wenn ich jetzt hier oben hingehe und dann. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, so ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Wie muss das ja... Ich kann doch nicht die städtische... Oh, nanu, geht doch. Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Ja, oh, die ist angeboren. Nanu, geht doch. Die Verbrechensrate okay, hat so viel Glück. Irgendwie, ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir da unten Wasser reinbekommen. Meine Anziehungskraft. Was, wenn ich jetzt nochmal hier gegenhaue? Das Rohr vielleicht über einen anderen Gulli anhält. Nee. gut, irgendwie müssen wir gucken, dass wir da jetzt Wasser durchlaufen lassen. Was ist denn mit dem Schornstein? Wenzel hat eine Schutzklappe auf. Wie muss die ja auch aufgehen? Wenzel hat eine. Ja, die geht auf, wenn der Schornstein an ist, und das ist der Fall, wenn wir da Feuer reinbekommen. Also müssen wir irgendwie gucken, dass da jetzt Feuer kommt. Hast du zufällig Kaffee hier? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Okay. Ich muss weg. Das sag ich aber du. Also irgendwie gucken, wo ist denn die Kaffeemaschine hier? Hey, was genau? Ich dachte, dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Okay, jetzt guckt sie nicht. Vielleicht können wir jetzt klauen. Finger weg. Ist ja gut. Autsch. Ey.
Aua! Okay, jetzt haben wir uns verletzt, das ist gut. Jetzt kriegen wir die aus der Apotheke. So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Gut, den haben wir schon mal. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Da muss locker später der Kaffee rein. Ah, nice, wir haben natürlich jetzt noch einen Haken. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Okay, wir haben so viel mehr einen Haken. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal hier gucken, was es im Schrank gibt. Was mit der Schini-Schulte noch auf sich hat. Vielleicht können wir die irgendwie angeln. Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Vielleicht die Asbesthandschuhe? Jawohl. So, was auch immer jetzt mit der Chilischote machen müssen. Ach, warte mal. Nice. Aufputschmittel, schwarz, belebend, energiereich, klar, Wasser. Zutaten besorgen. So, wir haben schon mal. Achso, erster Weg ist schiefgegangen, oder was bedeutet das? Einen neuen Plan, schon noch ist. Okay. Gut, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch das Pulver, das können wir bei ihr malen. Schwarz. Aufpunschmittel. Okay, mal gucken, was wir vielleicht erstmal vom Stiel bekommen. Vielleicht erstmal hier oben. Beziehungsweise, was wir aus dem Apothekerschrank bekommen. Nee, Beruhigungsmittel brauche ich nicht. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Niemals. Eine extreme Chili braucht auch extremes Düngemittel. Vielleicht können wir erstmal hier irgendwas zusammenkaufen. Da besteht keine Flucht. Meine Anziehungskraft. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch. Da besteht keine. So wird das Messer. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation. Okay. Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. So wird das Messer nur. Was, wenn ich. Au! Jetzt blödes Teil. Au! Blödes Teil. Das muss nicht gewartet werden. Okay, mit dem Beruhigungsmittel können wir vielleicht. Bei dem Typen. Hier bei dem hier, den können wir das vielleicht geben. Oder der können wir das vielleicht geben. Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Also nicht. Da komme ich wahrscheinlich jetzt nicht hin, ne? Genau. Hey! Gut, also warte mal, haben wir aber. Ich muss mal gucken. Vielleicht können wir die Beruhigungsmittel bei ihrem Laden malen. Das kann man ja weniger alles nur probieren, weil ich momentan keine Ahnung habe.
Das ist auch so schon langweilig genug. Okay, nee, da müssen wir was richtig was machen. Nochmal zu Wenzel, dem das mal geben, dass er irgendwie einpennt. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Okay, naja, egal, das machen wir erstmal in der nächsten Folge vorher. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und wir sehen uns.